Schnauze, Hartmann! Kerz, fahren Sie von Deckung zu Deckung. Schröder, Hartmann, ich will, dass jeder Schuss sitzt. Was in aller Welt ist das? Keine Ahnung, irgendein Raketenpanzer? Sonst könnte der nächste Treffer der letzte sein. Das war der letzte. Wir haben es geschafft! Mein Gott, ich kann nicht. Das war verdammt knapp. An alle Panzereinheiten! Rücken Sie zum Sammelpunkt vor! Attackieren Sie alle feindlichen Einheiten und jagen Sie die Angreifer aus der Stadt! Kerz! Ja, Kommandant! Langsam, Kerz. Nicht so dicht an die Mauer. Vorsicht! Sie sind in diesem Gebäude! Thank you.
zur Brücke. Was? Was sagt ihr da? Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Angriff nicht abbrechen. Das ist Selbstmord. Wir werden alle draufgehen. Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben. Das sind einfach zu viele. Beruhig dich, Mann. Hey Gott, nochmal. Ruhe! Alle! Halten Sie den Mund. Wir sind gleich an der Brücke. Machen wir einfach unsere Arbeit. Wir haben es geschafft! Getroffen, fahren aber noch. Feuer erwidert. Ziel getroffen. Treffer. Wie viele Panzer haben die wohl? Ganz ruhig. Wir schaffen das. Sollen sie nur kommen. Haben Sie Kontakt zu einem Scheinpanzer? Schäden überprüfen. Jawohl. Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen.
Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, Herrgott nochmal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter, ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Wo ist Hartmann? Wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Katz, bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Deckung! Was zur Hölle?
kein Darf ja sagen. Panzerknacker! Deckung schnell! Scheiße! Komm schon, Stefan, das ist jetzt echt kein guter Zeitpunkt. Können Sie es reparieren? Vielleicht. Dauert aber eine Weile. Was ist mit dem Panzerknacker? Herz, bringen Sie Stefan wieder zum Laufen. Ich schlage mich zu den Flugzeugschützen durch. Du bist verrückt, Peter! Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch von Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann, voller Fehler. Everyone was so sure a war like this could never happen again.
Not really sure I want to talk about this right now. So, a man walks into the records office and asks to change his name. The clerk asks the man his name, and the man replies, "My name is Adolf Stiefel." The clerk then asks the man, "What do you want to change it to?" And the man replies, "Maurice Stinkfoot."
Kampfbereit. Aber das Funkgerät hat den Geist aufgegeben. Fürs Erste kommen wir auch ohne zurecht. Immer weiter zum Ziel. Das ist die Basis. Was jetzt? Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente. Give up liquor. And the man says, nah, the bar just needs to stay.
need those new supplies. I need another belt. Could be any time, not sure myself. You know what they say? I don't know what Gus stepped in. His voice didn't smell bad. He certainly smells a bit ripe after a few days. But I wouldn't mind being anywhere else for a few days. I used to walk down the boardwalk, wind blowing on my face. I could go for that. Jetzt zurück zu Stefan. Bringen Sie uns zur Kathedrale, Kerz. Was sind die Befehle, Kommandant? Angreifen! Stefan!
So schnell es geht. Ich hab's gleich. Hartmann? Dieser Idiot! Halten Sie den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Stellung. Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Wo ist jetzt die große Verteidigung? Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Achtung! Alle Truppen, die den Fluss noch nicht überquert haben, müssen den Rückzug mit allen Mitteln sichern. Lassen Sie niemanden auf die Brücke. Halten Sie die Brücke.
Flucht! Sind Sie verrückt? Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen! Irgendwelche Befehle, Kommandant? Schießen Sie weiter! Suchen Sie uns Deckung! Schnell!
Panzer nähern sich! Amerikanischer Panzer gesichtet! Uns verraten? Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Herrgott. Sieh dich doch um, Peter. Gott steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm. Tu das nicht, Kerz. Das ist vorbei. Er war ein Verräter. Nicht so!